Hallo und herzlich willkommen hier in Quinsfeld. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Passt auf, Leute. Back in Game. Ich war schon lange nicht mehr hier vor der Kamera, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe die letzten gefühlten 3 Wochen Nachtschicht. Aber dafür habe ich ein Paket bekommen vom... von dem Malte. Und das packen wir jetzt mal aus. Ja, das ist der Kollege, von dem ich auch immer die Raketenlücken habe. Und ab und zu bringt er ein paar neue Sachen raus. Ab und zu hat er ein paar neue, coole Ideen. Und ich kaufe die dann. Ja, weil ich es einfach gerne mag. Es ist immer selbstgemachter Scheiß, so, ne? Also alles Handarbeit. Und da stehe ich halt drauf. Und zwar... Wasser aus Eisen. Ein Fenster. Nein, wartet ab. Ich weiß noch nicht, wie man das zusammenbaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausgebaut. Ich muss, wir gucken jetzt mal. Es wird ein Pizzaofen. Es wird ein Pizzaofen für die Feuerplatte, den wir heute auch ausprobieren werden. Wir werden die Pizzaofen heute auf die Feuerplatte stellen, wenn wir zusammengebaut kriegen und unsere Hände schon... Alter, wie sind meine Hände schon schwarz? Geil. Ja. Mann, diese Enten. Sie jetzt ausgerechnet hier schnabeln? Die rücken mir halt nicht mehr von der Pelle. Also, wir bauen den Pizzaofen auf, dann kommt René, dann machen wir Pizza. Richtig schön, geil, Pizza. Wir gucken mal, ob wir Temperaturen kriegen, wir gucken mal, ob das alles funktioniert, wie das funktioniert, ob das was für euch ist, müsst ihr dann mal später in die Kommentare schreiben. Das finde ich mal sehr interessant. Klar, gibt eine teure Variante, Oni hast du nicht gesehen. Die ganzen Pizzaöfen, Gaspellet, die es momentan so auf dem Markt gibt, relativ kostenintensiv. Relativ günstige Variante hier, wenn es fertig ist, aber auch schwer, weil Metall. Ich glaube, zuzüglich Versand 120 Euro. Nagel mich nicht drauf fest. Falls es noch welche gibt, ist auch so ein Ding. Ja, solche Sachen sind immer limitiert und relativ schnell ausverkauft. Wir sammeln dann genauso wie bei den Raketenöfen halt Bestellungen und wenn dann genug wieder da sind, dann sagen wir, okay, wir machen wieder eine Marge fertig. Gerade wenn du es halt privat machst, lohnt sich das halt nicht, irgendwie 100 Stück auf Vorrat zu machen und dann stehen die irgendwie zu Hause rum und du wirst die nicht los. Dann ist das Material einfach vergeudet und verschwendet. Also, auf Bestellung. Gut, holen wir mal alle Teile raus, die wir so brauchen. Das sieht aus wie vorne. Jetzt geht die Scheiße wieder los mit der Bastelei. Ich wisst ihr noch den ersten Raketenofen, den ich damals zusammengebaut habe, das war ja auch so ein Ding. Ne? Oh Gott, ist das alles schwer auch. Das Gute ist, dass das so schwer ist. Wir müssen ja eine Temperatur von 400 Grad Minimum erreichen. Und Metalle, die zu dünn sind, die verschieben sich natürlich, die verbiegen, die verformen sich und deswegen ist das hier, glaube ich, 3 oder mindestens 4 mm dicker Stahl, damit das halt eben nicht passiert. Ich habe keine Aufbauanleitung mehr eingefügt. Ne? Malte hat mir das wieder einfach geschickt und sagt, hier, sieh zu, wie du klarkommst. Und dann guckt er sich das Video an und freut sich dann wieder ein drittes Loch in den Arsch, dass ich wieder verzweifle beim Basteln. Ich gehe mal davon aus, dass das hier unten ist. Oder ist das oben? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unten. 100%. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann könnten das Seitenteile sein hier. Sieht auf jeden Fall passend aus. Ja, und es geht schon wieder los. So, ich weiß nicht, was ich hier mache. Du hast das Glück, du musst es nur nachmachen. Das sieht aus wie hinten. Kommt also hinten ran. Aber dann steht das vielleicht, steht das jetzt falsch rum denn? Schlitze. Das ist vorne. Dann ist das hinten und dann ist das... unten. Natürlich, mein Gott, bin ich blöd, Alter. Bin ich blöd. Natürlich ist das unten. Irgendwo muss das Feuer doch herkommen. Das ist natürlich das Loch fürs Feuer. Also ist das unten. Also ist unten jetzt oben. Vielleicht fangen wir dann auch mit unten an. Machen wir nochmal zurück. Ich habe jetzt einen Plan, welches Teil was ist. Unten. Oben. Für die Stabilität. Das ist hinten. Hallo hinten. Passt doch. Dann machen wir mal vorne mit dran. Das ist ja nur relativ simpel. Das ist ja nur passen einfach so. Zack. Cool. Ah ja, okay. Ja, und oben. Ganz einfach. Halt, stopp. Oben muss andersrum. Junge, was ein Klopper.
Ja, clever gelöst, ne? Man hat dann einfach vielleicht die meine Hände sehen aus, entschuldigt. Ja, wir brennen das jetzt einfach ein. Ja, aber das ist doch clever gelöst. Du kannst einfach so hängen. Du brauchst halt natürlich immer feuerfeste Handschuhe auf jeden Fall. So, jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, wie weit stellen wir das Ding aufs Feuer drauf? Und es ergibt sich von selbst. Ich habe jetzt mal den Pizzastein hier reingelegt. Und hier hinten seht ihr, dort ist ein kleiner Spalt, der frei bleibt, wenn der Pizzastein drin liegt. Der kommt übers Feuer. Über das Feuerloch hier auf der Feuerplatte denn? Ja! Vorhang vor. Tschüss. Herrlich. Grad rausgeholt. Ist aber gut. Krass. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Mach nicht so eine großen Pizzen. Warum nicht? Wir haben auf jeden Fall den Pizzaofen hier schon am Laufen. Es läuft hier, die Feuerplatte ist an. Aber wichtig ist erstmal, René bereitet natürlich, damit ich nichts zu tun habe. Das ist ja wie immer. Genau. Das ist das Wichtige daran. Ja, ich habe mir mal einen eingeladen, der auch arbeitet. Der hat schon geschnibbelt, der hat schon gemacht, getan. Ich habe Bier getrunken und ich habe ihn dabei unterhalten. Standardprogramm. Ich hab dabei ein Steak gegrillt. Das Übliche. Ja. Also wollen wir ja nicht sparen, ne? Nö, ach, mach ruhig rauf. Wir haben ja. Das wird nichts. Ist sie drin? Ja, es läuft. Wir müssen den Teig dicker machen, glaube ich. Ja. So. Das nennen wir einbrennen. Eieieiei. Also am Pizzaofen liegt es nicht. So, komm. Wir machen, deswegen gibt es hier so einen Deckel. Macht man den vor. Dann sieht man das nicht. So, ist fertig. Au, ist heiß hier. Und zu. Ja, spannend. Wir sind totale Pizza-Amateure, muss man mal dazu sagen. Boah, das sieht gut aus. Guck doch mal, wie schön das geht. Gute, mach ich mal hier den Deckel zu. Ich kann mir jetzt schon die Kommentare unten vorstellen. Jetzt sagt die Pizza, schick aus, Junge. Und jetzt da hinten ein Feuer ist schon. Ja, es wird immer besser. Wir grillen hier Erfahrungswerte. So, komm hier, probier mal. Deine schöne Pizza. Mit dem viel Fleisch. Ja, ich nehme ja auch das mit dem anderen viel Fleisch. Oh, ja. Oh, ist das heiß wie Sau. Und Quatsch. Feueraroma. Ja. Absolut geil. Der Vorteil zu einem Oni-Grill oder zu einem Gaspizzaofen ist einfach, dass du den Rauch von dem Feuer hier einfach mit auf der Pizza hast. Mega geil. Mega. Macht den Geschmack komplett anders. Wir haben ja Steak auf dem Feuer gegrillt. Wir haben jetzt so Zwiebeln drauf gepackt, Tomatensauce von Mutti. Und Bacon. Bisschen Bacon. Extra für Heiko. Genau, schöne Grüße. Genau. Oh, geil. Und der Boden, wenn ich, ob man das sehen kann, ist nicht verbrannt. Hm. Ja, also. Ja. Also, Pizzaofen Test auf jeden Fall bestanden. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Aber geil. Lecker, ne? Freue mich auf meinen Pizzaofen. Der Pizzaofen kommt von Malte. René hat sich gerade auch schon einen geordert. Ja. Wenn ihr einen haben wollt, dann sammeln wir jetzt Bestellungen, weil wegen Material und hast du nicht gesehen. Ruhig einfach Bescheid sagen, einfach mich persönlich auch anschreiben. Und wenn dann genug zusammengekommen sind, dann schicken wir die raus. Geil, danke René, dass du da bist. Ja, immer gerne. Ich gebe dir was zu essen. Liebe geht durch den Magen, ne? Genau. Ja, fein. Ja. So, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Pizzen davon essen. Genau. Macht mega Spaß. Und noch ein paar Bierchen trinken natürlich. Bierchen trinken, aber auch üben. Also. Pizza Bier machen? Also. Bier trinken müssen wir nicht mehr üben. Das können wir schon ganz gut. Pizza machen müssen wir üben. Gut, ja. Stimmt. Ja, wobei Geschmack ist schon toll. Mega. So, macht's gut. Tschüss.